Herzlich willkommen zurück bei mir auf dem YouTube-Kanal. Heute geht's wieder um das Thema Tofu. Wir haben vor knapp einem Jahr schon mal ein Tofu-Video produziert mit 3 Zubereitungstechniken, wie man Tofu hervorragend und schnell und lecker zubereiten kann. Das Video ist ziemlich durch die Decke gegangen, mittlerweile knapp 600.000 Aufrufe drauf. Die Leute freuen sich immer noch an dem Ergebnis. Ich bekomme wirklich jede Woche super Feedback dazu. Deswegen haben wir uns gedacht, wir legen direkt noch eins hinterher mit einer Stufe weiter. Wieder 3 super Zubereitungstechniken von Tofu in einem Video. Das Video hier wird jetzt ein bisschen länger gehen, weil ich wirklich eine Methode nach der anderen zeigen werde. Ist ein bisschen einfacher von der Zuordnung her, sonst geht es durcheinander. Ich könnte auch parallel arbeiten, das würde ich schon schaffen, aber für euch ist definitiv einfacher, um das Ganze nachzuvollziehen. Wir haben unten aber Zeitstempel mit drinnen, das heißt, wenn ihr einfach zum nächsten springen wollt, springt zum nächsten, denke ich, ist ganz cool. Aber lasst gerne mal Feedback da, was ihr von der Methode haltet, ob es euch lieber ist, dass parallel gearbeitet wird oder hintereinander. Wir probieren es jetzt mal hintereinander. So, 3 großartige Techniken, mit denen ihr wirklich jeden Tofu-Hasser oder Hasserin von diesem tollen Produkt überzeugen werdet. Wir starten mit einer leicht asiatischen Variante. Orientiert habe ich mich da so ein bisschen an der sogenannten Kung Pao-Variante. Wird auch anders geschrieben. Gibt es ganz unterschiedliche Rezepte dazu mittlerweile, aber natürlich auch ein Ursprungsrezept, das aus der Sichuan-Ecke wieder kommt. Das hier ist meine Abwandlung davon. Seht es mir nach. Ich kann mich ja immer schwer an Rezepte halten. Einfach meine Variante. Wir starten einfach mal los. 2 Pfannen hier aufgestellt. Einmal eine gusseiserne, mit der man in meinen Augen immer deutlich schönere Konsistenz in Tofu reinbekommt. Und dann nochmal eine beschichtete, wo wir den Grund, das Grundgemüse ansetzen werden. Das seht ihr aber selber gleich. Dann gibt es noch eine panierte Variante, so ein bisschen Louisiana Chicken Style, machen wir nachher auch. Und noch eine ganz tolle, sehr simple Variante, wo wir sehr viel Butter verwenden werden. Ich warne euch direkt jetzt schon vor. So, was mit allen Tofu-Varianten gemacht wurde, das ist immer ein weißer, fester Tofu. Teilweise wurde er schon geschnitten und dann aber immer ausgedrückt zwischen einem Papiertuch, damit hier Flüssigkeit rausgeht, dann wird er schneller knuspriger. Das ist so ein kleiner Trick. Und was ihr natürlich auch immer machen könnt, das ist mittlerweile auch schon relativ gut bekannt, ist, dass ihr Tofu, wenn ihr eine fleischartigere Textur haben möchtet, den einfach einfriert über Nacht. Dann lässt er nämlich noch mehr Wasser aus. Habe ich jetzt nicht gemacht. Könnt ihr machen, also einfach Block einfrieren, auftauen lassen, richtig gut auspressen und dann seht ihr selber, ist die Struktur ein bisschen anders. Aber ja, so. Direkt hier mit rein, gleich mal ein Bratöl mit drauf. Bei einer gusseisernen Pfanne passiert Folgendes am Anfang. Der klebt ganz normal ein bisschen fest hier. Das wird sich aber gleich wieder lösen, sobald sie diese Knusperschicht erzeugt hat oder beziehungsweise erzeugt wurde. Spritzt auch ein bisschen, weil natürlich immer noch Wasser drinnen ist. Das ist bei Tofu, wenn man ihn wirklich scharf anbraten möchte, immer eine kleine Sauerei, finde ich. Aber man gewöhnt sich dran. So, seht ihr das? Löst sich direkt weg. Und man sieht hier schon, auf der unteren Seite haben wir schon die ersten Röstaromen drauf. Und das ist das Schöne halt an der gusseisernen Pfanne. Wenn die schön eingelassen, also schön eingebrannt ist und wirklich oft benutzt wird, dann klebt da auch fast nichts mehr. Ich hatte die echt eine Zeit lang unten drin im Schrank, habe sie nicht mehr benutzt, warum auch immer. Manchmal denkt man sich ja, eine beschichtete ist deutlich einfacher, stimmt aber nicht. Und der Vorteil ist halt, hier wird sich nie eine Beschichtung lösen. Ne? Also hält definitiv länger, ist auch die günstigere Variante auf Dauer. Viele mögen sie halt einfach nicht durch das Gewicht und weil man sie halt wirklich einmal sehr gut einbrennen muss, damit man Spaß hat. So, parallel ist hier vorne auch schon die Hitze an. Und das ist relativ simpel. Ich habe hier ein bisschen Spitzpaprikarote und Zwiebeln. Machen wir hier mit rein, braten das schon mal mit an, dass so ein bisschen Grundgeschmack entsteht. Ich auch ein bisschen von dem Bratöl. Die Frühlingszwiebel und den Sesam brauchen wir für nachher. Und dann rühren wir einfach schon mal unsere Soße an. Ihr könnt, wenn ihr zu Hause weniger Dreck machen möchtet, das Ganze natürlich auch in einer Pfanne machen. Das heißt, ihr bratet bitte zuerst den Tofu an, bis er richtig schön knusprig ist. Dann, wenn er richtig schön knusprig ist, das dauert halt 6 bis 10 Minuten, aus der Pfanne geben und dann mit dem Ansatz weitermachen. Ich mache jetzt hier einfach parallel, damit es ein bisschen schneller geht, weil wir eh schon relativ viel vorhaben im Video.
So, jetzt darf ich auch endlich hier in der Pfanne ein bisschen kratzen, ohne dass es dem einen oder der anderen Zuschauerin die Haare aufstellt. Das machen die Köche ja ganz gerne, ne? Mit dem Löffel direkt in die Pfanne. So eine alte Kochkrankheit passiert mir auch dementsprechend häufiger. Und dann stehen schon ab und zu mal ganz nette Kommentare drunter. Und bei einer beschichteten Pfanne ja völlig legitim. Ist einfach doof, mit einem Löffel in eine Pfanne reinzugehen. Weil sobald wir da was anritzen, habe ich hier jetzt übrigens auch gemacht, aber nur oberflächlich, kann sich die Beschichtung natürlich lösen. So, seht ihr das hier? Das ist genau der Punkt. Das wollen wir. Siehst du das? Und so schnell kriegt ihr das nur in der gusseisernen Pfanne hin. Das ist für mich immer wieder ein Zauber, wie viel schneller das in der gusseisernen funktioniert. So, hier einmal ein bisschen durchmischen. Ja, dann rühren wir einfach mal an. Ich starte. Das ist eine Gemüsebrühe aus meiner Gemüsebrühepaste. Schaut euch das Video an, auch hier auf dem Kanal. Zaubermittel schlechthin, geriebener Ingwer. Hefeflocken für ein bisschen mehr Umami. Gewürzhefeflocken, die sind von der Firma Erntesegen. Dann haben wir Sojasauce für mehr Umami. Chiliflocken, bisschen grob. Könnte man jetzt auch Sichuan-Pfeffer nehmen, dann wäre es noch originaler. Ahornsirup für die Süße. Dann ein bisschen weißer Essig. Da kann man natürlich auch einen schönen Reisessig verwenden, habe ich aber hier nicht. Hier ein bisschen drauf gucken. Optimal ist, wenn der richtig schön knusprig von allen Seiten ist. Ich weiß, dass ja ganz viele Tofu-Rezepte auch rumfliegen, wo der vorher halt in Stärke gewälzt wird, damit er schneller knusprig wird. Ja, das kann man schon machen, aber Tofu, wenn man ihn richtig handhabt, braucht man überhaupt gar keine Stärke dran. Und er wird in meinen Augen sogar noch knuspriger. Das ist aber einfach ein bisschen Kochtechnik gefragt. So, weiter geht's. Dann haben wir noch Mirin. Das ist ein eher japanischer Reiswein, hat also in der chinesischen Küche eigentlich nichts zu tun, aber ich habe den halt hier. Und noch ein bisschen geröstetes Sesamöl. Und jetzt kommt noch Speisestärke dazu. Und dann nehme ich ganz explizit Kartoffelstärke, weil das ein bisschen durchscheinender ist, wenn sie abbindet. So, ja, hätte ich es fast schon wieder gemacht. Perfekt, dann kommt es hier direkt mit drauf. Einmal abgelöscht. Machen wir einen Gummischaber, will ich nicht. Hier vorne mache ich die Hitze mal aus. Bindet sofort ab von der Stärke. Brauche ich noch ein bisschen mehr Brühe. Verdoppeln wir euch im Rezept. War zu heiß. Die Brühe war jetzt kalt, deswegen brauchst du noch mal ein bisschen. Tofu ist jetzt perfekt. Übrigens so, wenn ich da jetzt ein schönes Gewürz drauf mache oder mit einfach Sojasauce ablösche, so wie im ersten Video, wenn der richtig schön knusprig ist, auch schon der Oberknaller. Ne? Das ist jetzt lecker. Außen knusprig, innen soft. Das ist ja immer genau der Punkt. Außen tok tok, aber innen noch schön weich. Die Technik habe ich im ersten Video auch schön beschrieben. Schaut euch das gerne noch mal an. Und ansonsten habe ich auch im ersten Video beschrieben, geht es natürlich um die Tofu-Qualität. Tofu ist nicht gleich Tofu, das ist ein handwerkliches Produkt. Es gibt so viele ganz schlimme Tofu-Sorten da draußen. Da kann halt auch nichts Tolles draus werden. So, gebe es hier einfach mal mit rein, inklusive dem Fett. Die Soßenmenge, da könnt ihr ruhig das Doppelte an Tofu nehmen. Überhaupt kein Problem. Super schön. Also definitiv zu viel Soße jetzt für die Tofu-Menge. Für die Menge schreiben wir euch auch rein, verdoppeln. Das waren jetzt 200 Gramm, wäre optimal für 400 Gramm, finde ich. Wenn da Soße überbleibt, schmeckt am nächsten Tag mit Reis auch super lecker. Ich schmecke jetzt nochmal ab. Mega gut. Leichte Säure, leichte Süße, diese Würzigkeit, ganz lecker. Dementsprechend auch schon fertig. Machen wir das rein. Ja, nehmen wir den hier. Erste Variante fertig.
Und wenn ihr das schärfer haben wollt, macht mehr Chili mit rein. Wenn ihr sagt, bisschen mehr Säure, macht mehr Säure mit rein. Das ist meine Variante, die für mich sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt ist der auch noch schön knusprig. Sollte man aber relativ schnell essen, weil der Tofu sich natürlich auch ein bisschen vollsaugt. Das ist der einzigste Vorteil, wenn ihr mit Stärke schon arbeitet, als Coating sozusagen, dass er ein bisschen länger knusprig bleibt als in der Variante. Ich stelle ihn einfach mal her. Dann immer ganz wichtig für mich noch ein paar schöne Frühlingszwiebelchen drauf, frisch. Könnt ihr auch noch ein paar mehr Kräuter drauf machen. Ich mag auch noch ein bisschen Sesam. Da einen schönen Reis dazu und perfektes, schnelles Essen. So, Variante Nummer 1. Dann machen wir direkt weiter. Ich drehe hier wieder ein bisschen die Hitze hoch. Und zwar mit unserem Butter-Tofu. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Macht mal Vorschläge, wie wir das taufen sollen, das Ganze. Also hier habe ich wieder einen weißen Tofu, 200 Gramm. Ihr seht, ganz viel Feuchtigkeit, wieder schön ausgedrückt, dass da die Feuchtigkeit raus ist. Wir brauchen einen Block Butter und in meinen Augen brauchen wir auch genau den. Das ist die Marke Naturli, bin ich nicht gesponsert, feiere ich einfach nur megamäßig ab. Ist die beste vegane Butter, die ich derzeitig kenne. Kann sich ja immer alles wandeln. Und was ich jetzt mache, ist, ich schneide den Tofu ein bisschen über die Hälfte im Rautenschnitt ein, auf einer Seite. Muss man ein bisschen aufpassen, damit man nicht durchschneidet. Die Technik verwende ich ja bei Pilzen auch schon seit Jahren sehr, sehr gerne. Da mache ich den Schnitt teilweise ein bisschen feiner. Dadurch wird das Ganze ein bisschen knuspriger. Schaut euch das mal an. Vorführeffekt, perfekt gehalten. Seht ihr das? Genau. So, hier dampft es schon. Block Butter. Die wird auch schnell braun. Dann ein bisschen Thymian. Und Knoblauchzehen. Und zwar mit Schale kommen da direkt rein. Das aromatisiert uns das Öl ein bisschen. Sieht jetzt schon super aus, oder? So, jetzt kommt hier der Tofu mit rein, direkt auf der anderen Seite. Und was wir jetzt machen, da muss man auch ein bisschen mit der Hitze spielen, wenn wir sehr viel Hitze haben, ist, dass wir den Tofu immer wieder ein bisschen übergießen. Die wird jetzt auch schon braun bei dieser Art von Butter von Naturli. Da ist ein bisschen Mandelmus mit drinnen und deswegen bräunt es an. Gibt einen ganz tollen Geschmack. Ich mache ein bisschen Bratöl mit dazu, so einen Esslöffel, dann wird das Öl ein bisschen stabiler. So, und dieses Arrosieren, das kennt man ja eigentlich eher vom Thema Fleisch. Funktioniert halt aber mit Gemüse und mit anderen Produkten ganz genauso. Und das mache ich jetzt circa 3 bis 5 Minuten, dann kann ich auch mal wenden. Die Butter ist schon leicht gesalzen, ich mache aber trotzdem gleich direkt ein bisschen grobkörnigen Pfeffer auch mit drauf, auch super. Das könnte ich stundenlang zuschauen dabei, wie sie auch so schön aufschäumt. Mache ich sehr gerne mit Blumenkohl, wenn der schon angegart ist, mit Brokkoli. Und es ist natürlich nichts für die schlanke Linie. Das ist ganz klar, dass jetzt die gesundheitsbewussten Menschen die Vollkrise kriegen bei diesem Anblick. Aber erstens, ich trinke die Butter ja hinterher nicht, obwohl sie sehr, sehr lecker ist. Das heißt, die lasse ich auskühlen und die kann ich als braune Butter immer wieder verwenden und zu Pasta, Aglio Olio damit machen und. Und auch der Tofu saugt da nur einen gewissen Anteil auf davon, also nicht alles. Aber das ist sicherlich keine Technik für die super schlanke Linie, aber manchmal geht es auch mehr um Kulinarik als um die schlanke Linie. Wieder ein bisschen hochdrehen. Seht ihr das? Wunderschön. So, das Spielchen mache ich jetzt noch 2-3 Minuten.
Zur Tofu-Qualität vielleicht auch nochmal. Das ist ein ganz normaler fester Tofu, ist bei uns in Deutschland oder im europäischen Raum grundsätzlich eher schwieriger, so schöne unterschiedliche Tofu-Varianten auch zu finden. Das findet ihr, wenn wirklich, nur im asiatischen Lebensmittelhandel. Ansonsten im Bio-Supermarkt bekommt man halt einen weißen Tofu oder einen geräucherten, vielleicht noch einen Seidentofu, aber mehr nicht. Wenn ihr da nach China oder nach Japan schaut, sieht die Sache halt schon mal komplett anders aus. Da gibt es 7, 8 verschiedene Texturvarianten. Ja, ist halt einfach so. Von der Qualität her, ich entscheide mich hier sehr gerne für die Bio-Variante. Probiert einfach ein paar Tofus aus. Wenn er weiß ist und ihr ihn pur probiert, soll er eigentlich nichts auslösen, sehr neutral. Na, wenn er da aber schon eklig schmeckt, dann einfach am besten auch gar nicht weiter verarbeiten. Das ist wirklich ein handwerkliches Produkt. Und da gibt es halt sehr, sehr große Qualitätsunterschiede. So, jetzt drehen wir ihn mal. Er wird halt natürlich jetzt auch weicher, das heißt, ein bisschen aufpassen, damit er sich jetzt nicht auflöst. Oh, wunderschön. Schaut euch das an. Richtig schön. Leicht angeknuspert da oben. Und jetzt kann ich natürlich hier auch noch schön mit Fett reingehen. Wie gesagt, mit der Hitze ein bisschen aufpassen und schauen. Seht ihr das? Mega. Den Knoblauch lasse ich in der Schale, habe ich vorher nichts dazu gesagt, weil der würde sonst natürlich komplett verbrennen. Jetzt verbrennt nur die Schale außen ganz leicht, aber der Knoblauch wird nicht bitter. Bedeutet nachher, das seht ihr auch gleich, werden wir den nochmal rausdrücken aus der Schale, mit ein bisschen von dem Öl mischen und nochmal über den Tofu hier drüber geben. So, finde ich schon super. Er könnte jetzt noch 2-3 Minuten länger, aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Das macht ihr einfach bis zu dem Grad, wo es passt für euch. Ich drehe mal die Hitze aus. Brauche einen Teller. Der passt. Und jetzt ist, denke ich, auch sofort klar, warum man hier diese Schnitttechnik macht. So, Knoblauch hole ich jetzt raus. Seht ihr von oben jetzt, glaube ich, besser. Ja, könnte sogar noch ein bisschen länger. So, Schale weg. Also einfach rausquetschen. Wobei, das war ein sehr junger, das würde auch mit der Schale sogar funktionieren. Hot. Ja, der ist jetzt noch nicht ganz perfekt durch, ist aber schon durchgegart, ne? Also ein paar Minütchen länger. Jetzt nehme ich noch ein bisschen was von der braunen Butter. Dann kann man das oben nochmal mit draufpacken. Wunderbar. Jetzt noch ein bisschen Blütensalz drauf. Das ist ein Blütensalz von meinen Freunden von SoulSpice. Habt ihr unten wieder in der Beschreibung Rabattcode. YouTube10 heißt der. Beste Gewürze für mich. Arbeite ich super gerne damit. Nochmal ein bisschen Pfeffer. Mega schön. Et voilà. Einmal unser arrosierter, so nennen wir ihn einfach, Buttertofu mit ordentlich Fett. Das, wie gesagt, nicht wegkippen. Stelle ich jetzt auf die Seite. Lass es auskühlen. Super lecker für weitere Verarbeitungen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ich hätte auch weniger nehmen können, aber dann wird das Begießen halt schwieriger. So, dritte Variante, auch nicht unbedingt fettfrei. Denn wir frittieren jetzt. Das mache ich auch sehr gerne. Zwei. So, hier ist der Tofu. So, auch wieder hier im Tuch ausgepresst. Für die Variante wäre es sogar ziemlich gut, wenn man den einfriert, weil das soll so ein bisschen chickenartig werden.
Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Und was ich jetzt mache, ist, ich breche jetzt hier so Stücke runter. Das ist so ein, ich will keine geraden, gleichen Stücke haben, sondern so ein bisschen ungleichmäßig, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Und das mit einem Tofu übrigens zu machen, ist fast viel zu schade, weil das ist ja ein gewisser Grundaufwand, macht da gleich mehr. Achtung, Suchtgefahr. Die Panade wird euch eventuell bekannt vorkommen. Die gab es schon mal in einem Video von den Hot Shrooms, den panierten Louisiana Hot Shrooms. Ist wirklich das Gleiche. Das heißt, wir haben hier eine Mischung aus Mehl, Cajun-Gewürzen und Panko, Salz. Und hier ist eine Mischung aus Harissa-Paste, Mehl, bisschen Pflanzenmilch, Salz, Pfeffer. Ich glaube, ein bisschen Cajun ist auch noch mit drinnen. So, hier unser gerupfter Tofu und im Prinzip ganz simpel. Wir schmeißen den einfach hier rein. Hier habe ich ein Bratöl-neutrales. Das heißt, Bratöl, so heißt es mittlerweile, einfach ein frittiergeeignetes Öl, aus Sonnenblume in dem Fall, ist halt erhitzbar auf 200, 210 Grad. Und hier auch ganz wichtig, habe ich nämlich, glaube ich, beim letzten Video mit den Hot Shrooms vergessen, was mache ich mit dem Öl, wenn ich fertig bin? Das heißt, ich nehme mir auch einen relativ hohen Topf, das ist jetzt fast ein Liter. Ich erhitze das Ganze, wenn ich fertig bin mit dem Frittieren, auf die Seite stellen, am besten raus auf den Balkon, weil dann riecht es nicht, auskühlen lassen und dann durch ein feines Sieb oder einen Kaffeefilter einfach wieder durchfiltern, zurück in die Flasche, ab in den Kühlschrank, könnt ihr 5, 6, 7 Mal damit frittieren, überhaupt kein Problem. So, Löffel, nehmen wir den Butterlöffel hier, einfach gut durchmischen. Wenn ihr sagt, ich möchte nicht frittieren, könnt ihr das genauso auch im Ofen backen. Aber dann müsst ihr wirklich noch ein bisschen Fett drauf machen. Der Tofu hat fast kein Fett. Richtig lecker. Ein bisschen Fett braucht man auf alle Fälle. So. Dann lasse ich die hier optimal mit so ein bisschen Soße hier reinplumpsen. Wenn von dem Teig hier was überbleibt, backt euch dann Pfannkuchen raus. Richtig, richtig lecker. Gerne auch mit ein bisschen Kimchi drinnen. Aber an sich halt auch schon super schön deftig. Was isst man jetzt hier dazu? Habe ich noch nichts dazu gesagt. Naja, ich würde mir jetzt einfach ein bisschen schönes Gemüse dämpfen. Vielleicht ein bisschen Reis anbraten, super lecker. Oder ein Ofengemüse, also multiflexibel. Schmeckt auch kalt. Aufgeschnitten auf einem Sandwich, super. Da könnt ihr euch einfach austoben. So, das einfach mal ein bisschen durchschütteln. Kann man auch in der Tüte machen. Ist oft für viele, die panieren mit Ei gewöhnt sind, ein bisschen ungewöhnlich am Anfang bei veganen Panaden, weil Ei ein bisschen besser auf dem Produkt hält und lässt sich auch nicht so leicht verschieben. Das ist ein flüssiger Teig, das heißt, wenn ich da jetzt drauf drücke, dann schiebe ich das weg. Das heißt, man muss mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl panieren, als man es vielleicht von früher gewohnt ist. Das kann ich euch nur aus eigener Erfahrung sagen. Die Trockenmischung, wenn da was überbleibt, einfach bisschen austrocknen lassen, wenn da so ein paar Teigklumpen noch drinnen sind und dann abfüllen könnt ihr mehrfach verwenden. So, Temperaturcheck. Da ist jetzt so ein Laserthermometer. Wenn ihr keins zu Hause habt, wovon ich jetzt mal ausgehe, legt euch einfach ein normales Küchenthermometer zu. Das ist ganz wichtig, weil optimal gehen wir halt jetzt hier erst bei 170 Grad mit dem Produkt rein. Und dann ist das Frittieren auch gar nicht so ungesund, wie man oft denkt, weil ist das Fett einfach, hat es nicht die richtige Temperatur, saugt sich das Produkt halt voll und dann ist wirklich viel Fett drauf, ist es sehr, sehr heiß schon, also 170 Grad Minimum. Das wäre übrigens auch der Punkt, wenn ihr einen Holzkochlöffel reinsteckt, dann bitzelt das. Also es fängt so bei 160, 170 Grad an. Oder ihr schmeißt mal einen Tester rein, das soll aber richtig schön schaumen, aufschäumen und sprudeln, dann wisst ihr, dass die Temperatur einfach passt. So, als Dip dazu auch ganz simpel, eine kleine Barbecue-Mayo. Man sieht es hier an der Seite noch, Mayo, Barbecue-Soße gemischt. Ja, ihr habt sicher eure Barbecue zu Hause, die euch gut schmeckt. Vegane Mayonnaisen gibt es mittlerweile auch einige. Das ist jetzt die von Hellmanns. Gibt es mittlerweile fast im Supermarkt, finde ich ganz okay. Selbstgemacht natürlich immer besser. Wenn ihr eure Mayo selber machen wollt, habt ihr auch hier auf dem Kanal ein grandioses Rezept dazu mit Cashew als Basis. Ist in meinen Augen die beste Mayo, aber manchmal muss es einfach schnell gehen. So, dann schauen wir mal. Ich
den Trick schon angekündigt habe hier. Ihr seht jetzt, dass es schon leicht schäumt. Und ich weiß, man ist immer verleitet dazu, dass man es jetzt schon reinschmeißt, aber habt Geduld. Das macht auf jeden Fall Sinn, da kurz zu warten. Übrigens, bis zu einer Temperatur von 180 Grad riecht die Küche auch jetzt nicht nach Frittenbude. So ab 190, 200 fängt es an. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das heißt, man muss manchmal auch ein bisschen mit der Temperatur spielen, weil jetzt gehen wir mal davon aus, bei 180 Grad gehe ich jetzt rein mit dem Frittiergut, dann sinkt die Temperatur ja erstmal wieder, ne? Weil das ja eine niedrigere Temperatur hat, wird dann aber wieder steigen. Und in dem Moment, wenn ich sehe, jetzt steigt es, dann fängt es auch ein bisschen an zu riechen, ihr könnt auch mit dem Thermometer natürlich draufbleiben, dann dreht ihr die Hitze einfach ein bisschen runter, dass ihr wirklich bei diesen 180, 190 Grad bleibt und dann ist es auch überhaupt kein Thema. Also so macht Frittieren nämlich zu Hause dann auch in meinen Augen erst Spaß. Sollte man natürlich nicht jeden Tag machen, weil es gibt natürlich gesündere Kochmethoden, zum Beispiel Dämpfen, Gemüse dämpfen. Jetzt sieht es gut aus, jetzt schäumt es richtig. Probieren wir mal. Jawohl, sieht gut aus. Immer aufpassen, wenn ihr es reingebt, einfach nicht reinschmeißen, weil da passieren dann ganz gerne mal Unfälle und so ein heißer Tropfen Fett mit 180 Grad. Macht einfach keinen Spaß. Deswegen auch nie das Gefäß bitte komplett vollfüllen bis zum Rand, sondern mindestens ein Drittel freilassen, weil es schäumt einfach auf. Seht ihr ja? Mega. So, ist schon schmutzig alles. Lege ich es einfach her. Jetzt mal auf die Seite. So, und dann haben wir fast schon unsere drei Varianten. Das ist natürlich ein bisschen kalt geworden. Und wenn euch das Video wieder genauso gut gefällt wie das letzte, dann habe ich noch viele andere weitere Varianten natürlich in petto für Tofu. Ich arbeite einfach sehr gern mit Tofu. Es ist ein schönes, natürliches, handwerklich gut gemachtes Produkt, wenn man den richtigen findet. Da entwickelt sich zum Glück auch immer mehr bei uns im deutschsprachigen Raum. Es gibt immer bessere Produkte, immer flächendeckender. Tolle Ergänzung für jeden Speiseplan, würde ich jetzt auch nicht jeden Tag essen, weil dann hat man es einfach auch über. Wenn ihr zum Thema Soja Fragen habt, ob gesund oder ungesund, schaut mal bei meinem Kumpel Nico Rittenau am Kanal vorbei. Der hat da ein extra Video dazu gemacht. Fand ich nämlich auch super interessant damals, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren. Ist so viel Soja jetzt ungesund oder gesund, wie auch immer. Ich löse es noch nicht auf. Schaut es euch einfach mal an. Und probiert die drei Varianten aus. Kommentiert gerne, wie es euch gefallen hat, wie es euch geschmeckt hat. Ich freue mich natürlich auch über ein Abo von euch. Tofu ist auch perfekt fertig. Ich habe ihn jetzt kurz runtergezogen, aber ihr seht, das waren jetzt nochmal gute. Wir hatten jetzt circa 2 Minuten Pause. Ist nicht viel damit passiert, außer dass er noch knuspriger geworden ist. Irgendwann wird er natürlich zu dunkel werden, dann müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. So, Rezept findet ihr zu diesen drei Varianten wie immer in der Videobeschreibung. Da ist ein Link. Schaut euch das gerne an. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wie es euch zusagt, wie es euch schmeckt. Was wir jetzt hier noch kurz machen, ist eine Prise Salz am Schluss. Das tut ihm immer ganz gut. Ein bisschen auf dem Tuch, dass halt das überschüssige Fett einfach runter kann. Ist wirklich sehr heiß. Nochmal. Oh, hört ihr das? Wo ist das Mikro? Okay, ich beiße jetzt einfach rein. Mega gut. Die Konsistenz. Der Tofu schmeckt natürlich immer noch nach nicht viel. Die Panade macht's. Und das zusammen mit der Barbecue-Soße, der Oberknaller. Für komplette Tofu-Anfänger und Anfängerinnen empfehle ich auf jeden Fall mit dem zu starten. Das wäre das zweite und das wäre das dritte. Ja, wie gesagt, sorry für die kleine Unterbrechung.
Das Wichtige war trotzdem alles dabei. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Zubereiten. Macht nicht alle drei auf einmal, könnte ein bisschen stressig werden. Das heißt, sucht euch einfach eins aus. Ich freue mich über eure Kommentare, über eure Daumen, über eure Abos. Und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns in 2 Wochen wiedersehen. Bis dahin, tschüss.